Tada, da bin ich. Ich bin auf Sansibar, meiner Lieblingsinsel. Ist es nicht traumhaft hier? So, ich will jetzt eine kleine Wanderung machen. Ich will an die Ostküste wandern, also einmal um die Spitze vom Norden hier herum. Und jetzt wollte ich mir noch schnell ein Wasser holen hier und habe gerade festgestellt, hier hat noch alles zu. Muss hier ein bisschen aufpassen, hier kommen andauernd Autos. Good morning! Good morning! I need the water. Da kommt der Dalla Dalla. Die Straßen sind hier echt krass, da die Insel hauptsächlich aus Felsen besteht. Scheinbar ist es schon eine Weile her, dass hier ein Weg war. Jetzt ist ja jetzt inzwischen eine Mauer. Aber mal sehen, wo der mich lang führt. Ist der niedlich. Google Maps sagt gerade, ich soll rechts abbiegen und schaut mal, muss. Einfach hier so ein Weg, der ganz unscheinbar ist. Schaut mal, so kommt das Wasser hier in die verschiedenen Häuser, auch in die Hotels und so weiter. Immer und überall trifft man diese Wasserwagen. Das hört sich ganz nach Schule an. Da muss ich gleich mal näher reinschauen. Jetzt bin ich schon ein kleines Stück weiter. Das war jetzt eine Koranschule für kleine Kinder. Leider hat dort niemand Englisch gesprochen, sodass ich mich irgendwie mit dem Google-Übersetzer auf Swahili verständigen musste. Aber jetzt geht's weiter. 40 Minuten sind es noch nach Kilindok. Hört mal, da wird gefeiert. Schaut mal, jetzt bin ich ein bisschen außerhalb von Nungwi und hier sieht es so aus, aber überall, also wirklich überall wird hier gebaut. Ich glaube, jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen. Die kleinen Wege sind hier halt nicht bei Google Maps. Ich gehe jetzt einfach mal hier durchs Gebüsch. Weil der große Weg kann einfach nicht weit sein laut Google Maps. Und die Richtung stimmt schon mal. Boah, schaut mal diesen Baum an. Da geht's weiter. Jetzt führt der Weg hier über eine Mauer über einen Steinstapel. Oh, ich schwitze schon ganz schön doll. So, wo geht's weiter? Ich denke hier. Weit und breit im Nichts. So, jetzt geht's nicht weiter. Mein Weg endet hier an der Mauer. Und das scheint hier so eine Plantage zu sein, weil hier überall Mauern sind. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt irgendwie drumherum komme. Theoretisch muss ich dorthin zur Straße. Dort sind Papaya-Pflanzen. Die anderen Pflanzen kann ich nicht erkennen. Ich kletter jetzt einfach mal über die Mauer hier
und gehe dann Richtung Straße. Das müsste dort lang sein. Yes. Sie zeigt mir jetzt den Weg. Irgendwann nach Ewigkeiten hin und her irren im Busch bin ich auf zwei Farmarbeiterinnen gestoßen. Leider konnten sie kein Englisch und ich kann kein Suaheli. Jedenfalls haben sie mich nicht begeistert angeschaut, als ich plötzlich zwischen ihre Pflanzen stand. Mit Google-Übersetzer habe ich denn versucht, ihnen auf Suaheli zu erklären, dass ich eigentlich zur Straße will, denn ich suche das Meer. Okay. Kurzerhand schnappte eine der beiden ihre Sachen und brachte mich zur Straße. Leider zu der Straße, wo ich herkam, nämlich zu Nungi Road. Wir liefen wirklich Ewigkeiten durch das Gebüsch. Irgendwann wurde der Weg etwas breiter, dann lief ich neben ihr und wir verständigten uns mit Händen und Füßen. Es war ein angenehmes Gespräch. Als ich auf der Nungi Road angekommen bin, ging ich dann aber den richtigen Weg, immer der Straße entlang und dann am Flughafen vorbei. Nicht, dass ich mich nochmal durchs Gebüsch verirre. No village. No village. The airport. Village is here. This is a Kigunda Airport. Kigunda Airport. Ah, Kigunda Airport. Da wollte ich ja hin, weil da muss ich lang, wenn ich zum Wasser will. Aber das war zu schwierig, ihr jetzt auch noch zu erklären. Ich laufe einfach weiter hinter ihr. Gesehen und jetzt macht sie ihr Tuch um. Endlich die ersten Häuser zu sehen. Ich habe immer gedacht, die ganze Zeit, sie wohnt dort. Aber nein, sie wohnt mitten im Dorf. Endlich sind wir auf der Straße angekommen. Die Sonne ist unglaublich heiß heute. So, Sarah hat mich jetzt zur Straße gebracht. Zu Nungi Road zurück. Jetzt gehe ich nochmal die über eine Stunde, um an die Ostküste zu kommen. Es sind jetzt noch 45 Minuten, aber jetzt gehe ich keine Abkürzung, jetzt gehe ich einfach hier die Straße entlang. So, dort vorne steht die Polizeisperre. Alles, was nicht auf Sansibar lebt, muss hier Wegegeld zahlen. Hallo. Abadi. Jambo. Jambo, how are you? Fine. Welcome, welcome. Kilindo. Es hat gerade ein Dalla Dalla angehalten und wollte mich mitnehmen nach
Stone Town oder ins nächste Dorf. Der einzige schattige Platz ist hier unter einer Akazie. Es ist unglaublich heiß, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mein Akku ist leer, ich muss jetzt erstmal was trinken und die Powerbank rausholen. Die Frauen hinter mir, die transportieren hier irgendwelche Pflanzen oder Kräuter. Jetzt bin ich schon, ich glaube, 3 Kilometer diese heiße, staubige Straße entlang gelaufen. Und jetzt bin ich hier am Flughafen angekommen. Und da muss ich jetzt noch drüber weg und dann bin ich in der Nähe vom Meer. Da kommen ganz viele Frauen, die tragen hier alle irgendwas, Holz und so. Und schaut mal im Hintergrund, da ist schon das Meer. 3 Kilometer muss ich noch laufen, sagt mein Navi, dann bin ich da. Da ist er ja, der Kigunda Airport, von dem Sarah immer gesprochen hatte. Ich kann es nicht fassen. Schaut mal, ich habe es geschafft und ich komme hier sogar runter. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ich habe hier einen gefragt, der hat gesagt, ich kann nach Nungwi laufen, dann müsste ich da lang gehen. Es ist jetzt ja Ebbe, aber ich weiß nicht, so Ebbe sieht es noch nicht aus. Ist es nicht ein Traum? So schön! So, das ist jetzt hier mein Weg mit Flipflops. Na, mal schauen, wie gut das möglich ist. Hier sind ja auch Tiere drin. Also da bin ich ein bisschen ängstlich, glaube ich. Hey, Mr. Krabs. Er verkriecht sich. Oh, da hinten sind noch mehr. Seht ihr die? Die Schwierigkeit in dieser Aktion besteht darin, Ebbe und Flut abzupassen. Wenn die Flut kommt, ist es halt schwierig, weil wenn du sie verpasst, dann musst du hier den Felsen hochklettern oder, also die Flut kommt richtig heftig, die knallt dann dort an den Felsen ran, es ist richtig gefährlich. Also man muss wirklich Ebbe und Flut richtig abpassen. Schaut doch mal, ich bin jetzt ein bisschen weiter um die Ecke gegangen. Da hinten ist das Meer so schön türkis und so sieht es hier hinter mir aus. Endlose Strände, herrlich. Ich habe einen kleinen Freund gefunden. Wo ist er? Jetzt. Oh, der ist schnell. Nungwi ist ein ganz quirliger kleiner Ort und zwar an der Nordküste. Das heißt, der halbe Ort ist vom Indischen Ozean umgeben. Und so traumhaft sieht es hier aus. Nur aus dem Süden von Sansibar führt eine Straße nach Nungwi. Der Rest ist vom Indischen Ozean umgeben. Man kann viele verschiedene Unterkünfte buchen. Das geht hier vom Hostel über Bed and Breakfast
oder bis zum Luxushotel, wo man 1500 Euro die Nacht bezahlt, zum Beispiel Hilton Royal. Wenn man kein Taxi nehmen möchte, dann kann man hier gern den örtlichen Bus nehmen, das ist der Dalla Dalla. Da bezahlt man 1000 Schilling oder 2000 Schilling, je nachdem, wo man hin will, und man sitzt dicht gedrängt mit anderen Locals hier im selben Bus. Die Hauptstadt von Sansibar heißt Stone Town. Die ist von Nungwi circa eine Stunde entfernt. Das Besondere an Nungwi ist, dass die Gezeiten sich hier in Grenzen halten. An der Ostküste von Sansibar allerdings, in Jambiani, Paje und wie die Orte alle heißen, da sind die Gezeiten so stark, dass man kilometerweit mehr einwärts laufen muss, um baden zu können. Eigentlich ist Baden, wenn Ebbe ist, dort nicht möglich. Hier das Helle, was ihr seht, das ist übrigens eine Sandbank. Die geht bis weit ins Meer hinein. Und ich gehe jetzt erstmal eine Runde baden. Ihr wollt auch mal? Na dann, kommt doch mit! Dabei wollten sie mich mitnehmen. Hier laufen echt so viele Leute rum. Darum bin ich lieber immer weiter hinten, weil die Faulen, die gehen da nicht weiter. Hier
könnt ihr gut sehen, wo das Wasser sonst ist. Also bis oben zur Felskante. Man kann praktisch vom Felsen ins Wasser springen. Und jetzt kann man sich hier drunter legen. Da hinten das Helle, das seht ihr, ne? Das ist die Sandbank und wir sind jetzt hier ein Stück weiter gelaufen und jetzt fangen hier die ersten Nungvi-Hotels an hier oben und die Menschen müssen dann hier über diese Leitern und Stiege ins Wasser. Wenn Ebbe ist, dann ist es ja in Ordnung, können sie sich hier unten hinlegen, aber wenn Flut ist, seht ihr ja, wie hoch dieser Steg ist. Ne? Ich habe Besuch bekommen. Der war hier plötzlich und hat sich hingesetzt. Aber hier ist niemand. Vom Hotel abgehauen? Hat ja ein Halsband um. Hey! Ja, komm mal her. Oh, setzt er sich dahin. Hat euch das Video gefallen hier von meiner traumhaften Insel Sansibar? Dann würde ich mich freuen über einen dicken Daumen hoch.